grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe Ihnen das letzte Mal versprochen, heute einen Hund zu bringen, der ganz speziell Leute ansprechen soll, die sich in den Typ des Spitz, des Polarhundes, Schlittenhundes, des Wolfes verguckt haben. Das möchte ich heute tun. Ich spreche hier von Eurasia. Wer ist der Eurasia? Woher stammt er? Was macht den Eurasia aus? In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da besorgte sich die Familie Wipfel in Deutschland aus dem Tierheim einen Polarhunde-Mix, der von den alliierten Truppen der Kanadier, die dort stationiert waren, zurückgelassen wurde. Dieser Hund stellte für die Familie Wipfel den vollkommenen Schlittenhund dar. Diese Familie war dafür bekannt, eingeschworene Fans des Polarhundetyps zu sein. Deswegen nahmen sie sich diesen Hund und nannten ihn dann liebevoll den Kanadier. Irgendwann überquerte der dann die Regenbogenbrücke und es wurde nach einem Nachfolger gesucht. Die Familie Wipfel entschied sich für eine Wolfsspitzhündin, doch die konnte den Vergleich zu diesen von ihnen sogenannten Kanadier nicht ganz halten. Jetzt entwickelte die Gattin von Herrn Julius Wipfel die Idee, zu versuchen, eine Rasse zu erschaffen, die sich optisch und wesenstechnisch an diesem Mixhund, diesem Kanadier, orientiert. So besorgten sie sich tonnenweise Hundelektüren und begannen diese zu studieren. Ja, irgendwann mal entschieden die sich dafür, einen Chow-Chow mit ihrer Wolfsspitzhündin zu verpaaren und der sogenannte Wolf-Chow nahm Fahrt auf. Ja, hier fand sich relativ schnell eine Züchtergemeinschaft, die gemeinsam an diesem Projekt arbeitete, und Herr Julius Wipfel, der entwickelte schon recht schnell den Gedanken, doch auch noch den Samoyedenspitz mit einzukreuzen. Doch mit diesem Gedanken stieß er mehr oder weniger auf Widerstand. Doch 1972 setzte sich das durch und man begann damit, auch den Samoyedenspitz in diesen Wolf-Chow mit einzukreuzen. Ja, und 1973 wurde der Name von Wolf-Chow in Eurasia geändert und der Hund von der FC offiziell als Hunderasse anerkannt. Und ganz interessant ist auch, dass der Herr Professor Konrad Lorenz, der berühmte, auch nicht wenig mitgewirkt hat bei der Erschaffung dieser Hunderasse. Ich wusste das bis vor kurzem selbst nicht. Der Eurasia heutzutage ist ein mittelgroßer Polarhunde-ähnlicher Hundetyp. Klar erkennbar als Polarhundetyp, Ringelrute, Vielfell, dichte Unterwolle, kleine, dreieckige, natürliche Stehohren, einen wolfsähnlichen Schädel. Wunderschöner Hund. Die Hündinnen erreichen eine Schulterhöhe von etwa 48 bis 56 cm und ein Gewicht von 18 bis 26 Kilo. Und die Rüden werden zwischen 52 und 60 cm mit der Schulter hoch und etwa 22 bis 30 Kilo schwer. Sie haben alle ein mittellanges Fell mit dichter Unterwolle, ganz typisch Polarhunde, Schlittenhunde-mäßig. Und eine extrem fantastische Farbpalette bieten diese Hunde an. Also die bieten alle Farben und es sind auch alle Farben bis auf reinweiß und gescheckt erlaubt. Beim Charakter spricht man beim Eurasia von einem absolut selbstbewussten, ausgeglichenen Hund, der allerdings sehr wachsam ist, aber nicht sehr bellfreudig ist. Und das hat er scheinbar von den Spitzen nicht vererbt bekommen, denn die können schon öfter mal ihr Maul aufmachen diesbezüglich. Hier dürfte der Chow-Chow fest mitgespielt haben bei der doch ausgeprägteren, sag ich mal, Ruhe gegenüber den beiden Spitzen. Ich hatte schon einiges mit Wolfsspitzen zu tun und ich kenne persönlich auch zwei Samoyedenspitze und als nicht bellfreudig würde ich diese Hunde nicht bezeichnen. Ja? Spitzbesitzer werden mir das bestätigen. Doch das hält sich beim Eurasia in Grenzen. Dieser Hund ist dafür bekannt, eine äußerst starke Bindung zu seinen Besitzern aufzubauen. Und ähnlich wie beim Fila Brasileiro sagt man auch dem Eurasia nach, dass er nur sehr schlecht allein zu lassen ist. Ja, also man sollte mit diesem Hund schon sehr früh damit beginnen, intensiv damit beginnen und mit viel Gefühl und Einfühlungsvermögen arbeiten am Thema alleine lassen, da es sonst hier
zu Problemen kommen kann. Es gibt Hunderassen, die kommen mit diesem Thema besser klar. Es gibt Hunderassen, die haben hier etwas mehr Probleme. Der Eurasier zählt zu den Hunden, die hier etwas mehr Probleme vorweisen können. Er gilt als Fremden gegenüber reserviert. Und ich möchte das vielleicht so erklären. Ich traf vor nicht allzu langer Zeit bei der Spaziergangrunde mit meinem Hund an der Grenze Katzelsdorf-Neudörfel. Dort in Katzelsdorf lebt ein Herr mit einem Eurasier. Und das war eine lustige Geschichte, als ich den das erste Mal traf. Denn da ist so eine Biegung unten in diesem Rückhaltebecken, wo ich gerne unterwegs bin mit meinem Hund. Und ich kann mich erinnern, ist noch nicht lange her. Ich hörte eines Tages, Ronny, Ronny. Und ich dachte mir, wer ruft mich da ständig? Und dann kam um die Ecke eben dieser Besitzer mit seinem Eurasier, ein wunderschöner Kerl, braun, grau, herrlich. Und ich erfuhr, dass der Hund Ronny hieß, also so wie ich. Wir begannen dann miteinander zu sprechen, stellten uns vor. Ja, er entschuldigte sich lächelnd bei mir aufgrund des Namens, der sich mit meinem deckt. Ich sagte, aber Sie müssen sich nicht entschuldigen, das ist ein hübscher Kerl, der darf ruhig so heißen wie ich. Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Doch unsere Hunde, die verstanden sich nicht wirklich gut untereinander. Doch, es ist bei mir gang und gäbe, dass wenn ich ein freundliches Gespräch starte mit einem Hundebesitzer, ich meistens auch versuche, Kontakt aufzunehmen mit seinem Hund, weil ich das einfach gerne tue. Und wenn der Hund das zulässt, dann tue ich das auch. Doch dieser Eurasier zeigt mir ganz typisch die kalte Schulter. Er ist absolut nicht aggressiv, ganz im Gegenteil, er ist freundlich und gelassen, aber er gibt mir auch zu verstehen, dass er nicht unbedingt wild darauf ist, meine Bekanntschaft zu machen. Ich bin da, er akzeptiert das, er nimmt das zur Kenntnis, aber das war's. Ja. Das meine ich mit reserviert und dafür sind Eurasier mehr oder weniger bekannt. Ich finde, dass der Eurasier eine absolut super tolle Alternative zu Schlittenhunden ist. Und wissen Sie wieso? Ganz einfach. Es gibt ja viele Leute da draußen, inklusive mir, denen der die Optik eines Polarhundes sehr gefällt. Dieses wölfische, herrliches Fell, herrliche Farben und so weiter. Doch es ist nun mal Fakt, dass Schlittenhunde, Polarhunde, egal ob Malamut oder Husky oder Grönlandshund, miese Wach- und Schutzhunde sind. Ja, also die haben so gut wie keinen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Ist so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Gross gesehen sind Schlittenhunde absolut schlechte Wach- und Schutzhunde. Der Eurasier könnte hier eine Alternative darstellen, denn der Eurasier ist ein vorzüglicher Wachhund und meiner Meinung nach auch ein guter Schutzhund, was alleine schon daraus resultiert, da dieser Hund erstens rein anatomisch gesehen einen effektiven Schutzhund darstellen kann, bis 60 cm Schulterhöhe, bis 30 Kilo Gewicht und außerdem entwickelt dieser Hund eine extreme Bindung zu seinen Besitzern, was ihn wieder dazu verleitet, diese beschützen zu wollen, wenn er glaubt, sie in Gefahr zu sehen. Das ist ein logisches Ergebnis. Deswegen meine ich, stellt der Eurasier einen guten Schutzhund dar. Und deswegen sage ich, wäre er eine sehr gute Alternative für Leute, die es optisch auf den Polarhundetyp abgesehen haben, aber auch gerne einen Wach- und Schutzhund hätten. Ja? Das ist meine Meinung. Außerdem denke ich, dass dieser Hund eine perfekte Mischung aus diesen drei Ursprungsrassen darstellt. Wenn ich mir jetzt hernehme den Chow Chow, den Samoyedenspitz und den Wolfspitz. Vergleichen wir den Eurasier mal ganz kurz mit dem Wolfspitz und ich finde, also ich würde ihn gegenüber dem Wolfspitz bevorzugen, allein aufgrund dessen, da er etwas mehr Hund ist. Er ist etwas größer, schwerer, er ist etwas mehr Hund als der Wolfspitz. Auch was das Bewegungsbild betrifft, ist er nicht ganz so hibbelig, ja, wie der Wolfspitz, der mit schnellen Schritten überall unterwegs ist. Hier ist der Eurasier etwas gelassener. Auch etwas gelassener als der Samoyede, der nicht ganz so flott unterwegs ist wie der Wolfspitz. Sie wissen schon, was ich meine. Dennoch ist der Eurasier noch etwas gedämpfter, aber er bewegt sich agiler und meiner Meinung nach auch harmonischer als ein Chow Chow. Ich sah schon viele Chow Chows. Chow Chows sind keine großen Hunde, ja, aber es sind irgendwie klobige Hunde und Chow Chows bewegen sich meiner Meinung nach etwas phlegmatisch für ihre Größe.
Das ist halt rassetypisch beim Chow Chow. Ich sage nicht, diese Hunde sind langsam, aber sie wirken weit langsamer als zum Beispiel der Eurasier, der sich da genau in der Mitte irgendwie einreiht zwischen den dreien. Und von der Optik her würde ich sagen, gefällt mir auch der Eurasier am besten von diesen vier Rassen, würde ich mal sagen, den drei Ursprungsrassen und den Eurasier selbst. Er hat meiner Meinung nach den anspruchsvollsten Kopf. Der Kopf ist mit Sicherheit wuchtiger als derjenige des Wolfsspitzes und auch als derjenige des Samoyeden, aber nicht so klobig wie dieser des Chow Chows. Der fügt sich da genau wieder in der Mitte ein, dieser drei Hunderassen, meiner Meinung nach. Er hat einen markanten, kräftigen, schönen, wolfsähnlichen Kopf. Gefällt mir sehr gut. Warum bevorzuge ich ihn gegenüber dem Samoyeden? Eigentlich nur aus einem Grund, und das ist der, dass der Samoyede immer reihenweise ist, ich aber ein Mensch bin, der gern im Teich der Farbpaletten fischen kann. Und der Eurasier bietet wunderschöne, herrliche Farben an. Ich möchte hier mal einige Eigenschaften ansprechen, welche interessant sein könnten für Sie. Und zwar möchte ich sagen, dass für mich der Eurasier ein sehr geeigneter Familienhund ist. Das ist ein sehr geeigneter Familienhund, ein Hund, der sich stark an seine Besitzer bindet, der kinderlieb ist, der nicht zu triebig ist, einen nicht zu ausgeprägten Wachtrieb hat, also nicht ständig irgendwo dran ist. Ich würde sagen, sein Aktivitätslevel ist mittelmäßig. Er ist mit Sicherheit kein fauler, phlegmatischer Hund, aber auch kein überaus triebiger Hund. Also ein mittelmäßiger Aktivitätslevel. Geeignet für den Hundesport teilweise. Also ich würde sagen, für den Hundesport teilweise geeignet. Ich kann mir gut vorstellen, obwohl man dem Eurasier nachsagt, er sei etwas stur. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, mit dem Eurasier am Abrichterplatz zu arbeiten, weniger Agility. Ich glaube nicht, dass Agility-Sport dem Eurasier viel Spaß machen würde. Ja? Aber ich kann mir gut vorstellen, mit dem Eurasier an der Unterordnung, Pferdenarbeit, eventuell auch an der Schutzarbeit zu arbeiten. Also teilweise geeignet für den Hundesport. Beim Bewachen würde ich ihn als zuverlässigen Wachhund bezeichnen. Er ist mit Sicherheit nicht der beste Wachhund der Welt, aber bei Gott kein schlechter Wachhund. Das ist ein zuverlässiger Wächter. Also als Wachhund würde ich ihn als zuverlässig bezeichnen. Schutzhund, da wird's knapp. Klarerweise kein klassischer Schutzhund, aber aufgrund seiner Einstellung, seinen Besitzern gegenüber und aufgrund seiner körperlichen Eignung würde ich sagen, ist er ein passabler, ein guter Schutzhund. Die Fellpflege würde ich als intensiv einstufen. Schauen Sie, das ist ein Hund mit viel Fell. Wunderschön anzusehen, aber benötigt intensive Pflege. Unsere Nachbarin, die hinter uns wohnt, mit dem Samoyedenspitz, dem Gizmo, die handelt das mit einem großen Föhn, mit einer Turbine. Ich sage Ihnen was, da geht was weiter. Ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf, aber hätte ich noch welche, so wie früher, und würde ich mich mit dieser Turbine föhnen, dann würde ich so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Sie macht das, das funktioniert einwandfrei, allerdings tut sie das immer außerhalb des Hauses, also im Garten, denn im Haus drin, also in der Wohnung, wäre das höchstwahrscheinlich ein Sauberkeitsproblem, wenn das Fell fliegt. Schauen Sie, diesen Samoyeden jedes Mal nach der Gassi, nach der Spaziergangrunde zu bürsten, weil er im Feld war und komplett schmutzig ist, das ist enorme Arbeit. Jetzt macht sie das mit diesem Hundeföhn, wie gesagt, so ein Gerät, und da funktioniert das einwandfrei. Das geht allerdings nur dann gut, meiner Meinung nach, wenn man einen Garten hat. Also in der Wohnung würde ich das eher nicht tun. Aber die Fellpflege würde ich als intensiv bezeichnen. Als Wohnungshund, da bin ich davon überzeugt, dass er sehr geeignet ist. Ja, es ist natürlich eine Sache mit dem Hahn. Damit müssen Sie klarkommen. Also der Hund, speziell im Fellwechselzyklus, der verliert schon einiges an Fell, an Haare. Also da dürfen Sie nicht sehr filigran gebaut sein bei diesem Thema. Mit dem müssen Sie schon klarkommen. Da gehört schon hinten nachgekehrt oder gesaugt. Aber ansonsten für die Wohnung absolut super geeignet. Meiner Meinung nach. Und die allgemeine Haltung des Eurasiers würde ich als unkompliziert bezeichnen. Es gibt mit Sicherheit kompliziertere Hunde, es wird aber auch problemlosere Hunde geben. Das einzige Manko eventuell, was man sagen kann beim Eurasier, ist, dass er, man sagt ihm nach, er kann schnell auf stur schalten. Ja. Aber, wissen Sie, viel Blut von Spitzen, der Chow Chow ist drin, das sind alles keine
typischen Gebrauchshunderassen. Aber ich denke, das hält sich in Grenzen und ich persönlich traf noch nie einen Hund, der absolut so stur war, dass er nicht mehr führbar war. Ja? Also etwas Sturheit muss man ihm da schon durchgehen lassen. Ja. Also allgemeine Haltung, meiner Meinung nach, unkompliziert. Ja, viel mehr kann ich von diesem tollen Hund eigentlich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur noch sagen, gehen Sie mal auf Hundeschuss, sehen Sie sich Eurasia an. Also wenn Sie Schlittenhunde-Fan sind, Polarhunde-Fan sind, wenn Ihnen Wölfe gefallen, ich bin mir sicher, dann gefällt Ihnen auch der Eurasia. Das ist ein wunderschöner Hund, schon etwas übermittelgroß. Ja, also eine anständige Portion Hund mit wunderschöner Optik, angenehmen Wesen, ein herrlicher Hund, den man nicht an jeder Ecke sieht. Kann ich nur empfehlen für alle Fans da draußen, die sich in Schlittenhunde verguckt haben, aber auch einen guten Wach- und passablen Schutzhund haben möchten. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ah, ich habe was vergessen. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben da noch zwei Gebrauchshunderassen offen, nämlich den Bouvier de Flandre und den Hoverwart. Und die werde ich demnächst bringen. In welcher Reihenfolge, weiß ich noch nicht. Aber die treten bald an da. Und dann haben wir es mal mit den Gebrauchshunderassen. So, nochmal, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's.